Das, was in den letzten Tagen ans Licht geholt wurde, ist mehr als einfach eine Geheimdienstaffäre. Man kann sagen, es ist der größte Geheimdienstskandal des letzten Jahrzehnts. Und wir meinen, es muss jetzt Schluss sein mit der häppchenweisen Bestätigung dessen, was bereits bekannt ist. Was es jetzt braucht, ist eine gründliche und umfassende Aufklärung. Immerhin reden wir hier über Straftaten, Straftaten bis hin zum Landesverrat. Und niemand, der dafür die Verantwortung trägt, kann da aus der Pflicht gelassen werden. Das schließt auch die Bundeskanzlerin mit ein. Als Linke schließen wir eine mögliche Klage nicht aus. Man kann sagen, am Donnerstag wird ja der Untersuchungsausschuss tagen. Den kann man durchaus als Ultimatum verstehen. Spätestens bei diesem Untersuchungsausschuss sollten die Verantwortlichen Klarheit schaffen und Schluss machen mit diesem Häppchenweisen bekannt geben. Die Auswirkungen sind vielfältig. Zum einen muss man festhalten, es gibt einen klaren Vertrauensverlust zwischen den beiden Ländern, USA und Deutschland. Man muss festhalten, es gibt quasi einen Kontrollverlust des Staates über seinen Geheimdienst. Und vor diesem Hintergrund ist jede weitere Verzögerung für uns inakzeptabel.